Gerade ohne Carbon X, der Longdistanz- und Marathonschuh von Hoka mit Carbonplatte, jetzt schon seit einiger Zeit am Markt. Bin auch schon relativ viel Kilometer damit gelaufen. Wie es mir mit dem Schuh geht und wie sich der Schuh verhalten hat, das erzähl ich jetzt. Da ist der Schuh. Hoka. Carbon X, der Longdistanz- und Marathon-Carbon-Schuh von Hoka. Gibt schon seit 2019, ist aber nach wie vor genau so im Programm, war eigentlich so das erste wirkliche Pendant zu der Vaporfly-Serie von Nike, war aber nicht der erste Schuh mit Carbonplatte von Hoka. Wer den nicht kennt, es gibt auch den Evo Rocket. Der war der erste Schuh von Hoka mit Carbonplatten, der ist kurz vor dem am Markt gekommen. Wobei beim Evo Rocket muss man dazu sagen, das ist ein extrem harter, sehr, sehr direkter Schuh mit Carbonplatten. Also ich würde den maximal für 5 bis 10 Kilometer Rennen empfehlen. Für einen sehr versierten Läufer, vielleicht bis zum Halbmarathon. Und ein leichter, sehr stabiler Läufer kann damit vielleicht sogar einen Marathon laufen. Ich weiß es nicht. Für mich wird es auf alle Fälle keinen Sinn ergeben. Aber zurück zu dem Modell. Der Carbon X ist ein klassischer Hoka-Schuh mit Profly X Sohlenmaterial, was wir ja schon von einigen Hoka-Modellen vorher kennt, von den Trainingsmodellen, die einfach auch ein bisschen reaktionsfreudiger sind. Wir haben da einen sehr leichten Schaumstoff in der Sohle, der aber sehr viel Energie wieder zurückgibt. Also das soll so ein bisschen das Pendant von diesem Zoom X von Nike sein, und wir haben eben da auch die Carbonplatte mit drin, die man, wenn man es hier vielleicht auf der Kamera ein bisschen sieht, auch durch den Schuh hindurch sieht, und wir haben da eine Carbonplatte, die nicht durchgehend ist, sondern die sich vorne auseinanderteilt. Dadurch soll der Schuh vorne ein bisschen mehr Bewegung bieten können und dadurch soll das Laufgefühl besser sein. Was dadurch jedoch passiert, wenn man es auf dem Schuh jetzt da sieht, das ist auch am rechten Schuh genau das gleiche. Beide Schuhe kriegen da vorne im Bereich der Sohle relativ schnell ein kleines Loch. Das heißt, da gibt der Schuh irgendwo ein bisschen nach. Man spürt das jetzt nicht unbedingt, aber im ersten Moment, wenn man sich hinschaut, denkt man sich, oh, hoppala, der Schuh ist hin. Was aber in dem Fall jetzt nicht der Fall ist, wir haben da auf dem Schuh habe ich ca. 200 Kilometer drauf. Bin ihn bis auf ein Rennen, deswegen auch die Gummischnürbänder drin. Ich bin ihn einmal auf einer olympischen Distanz gelaufen, danach nur mal im Training. Warum habe ich das gemacht? Mir ist der Schuh fürs Rennen einfach um eine Spur zu schwer. Der Schuh hat in meiner Größe, also US9, das ist 42,5, hat der Schuh knapp 220 Gramm, und das ist für heutige Verhältnisse, für einen Wettkampfschuh, doch relativ schwer. Ich bin jemand, der sehr, sehr gern leichte Schuhe trägt, aber trotzdem auch Schuhe mit viel Dämpfung gern hat, was ja der Schuh grundsätzlich mitbringen würde, aber mir ist einfach um eine Spur zu schwer. Für diese Spur zu schwer hat Hoka aber schon
eine Variante gefunden, wie sie das in Zukunft besser machen können. Es wird von dem Schuh, schauen wir mal, wann er jetzt wirklich kommt, einen Nachfolger geben. Blende euch ein kurzes Bild dazu ein. Der Schuh ist jetzt schon gelaufen worden bei den US Marathon Trials, die ja noch stattgefunden haben, kurz vor der Vorausbrechen der Corona-Krise. Das sind schon die Hoka-Athleten mit dem neuen Schuh gelaufen, der Rocket X. Da ist einfach das Obermaterial verändert worden und soweit ich sehen kann, keine Ahnung, ich bin da von dem Schuh, hat sich ja bei der Sohle was verändert. Was haben wir da aktuell für Obermaterial? Werden wir durchgehen, das Mesh-Obermaterial, das sehr, sehr gut sitzt, was dem Schuh einfach ein angenehmes Tragegefühl verleiht und wir haben auch eine Fersen-Pocket, die sehr, sehr guten Halt bietet, also die Ferse sitzt wirklich stabil im Schuh drin und wir haben eine Lasche, die noch einmal mit einem Gummi seitlich mit der Sohle verbunden ist. Links und rechts, das heißt, das umschließt eigentlich den Fuß rundherum und auch ohne, dass man die Bänder zuzieht, wenn man in den Schuh hineinschlüpft, sitzt das Ganze schon sehr kompakt. Wir haben eine relativ kurze Zunge, wenn man das da sehen kann. Und der Schuh sitzt aber trotzdem sehr, sehr gut. Und wie gesagt, das Obermaterial ist sehr angenehm, ist sehr luftig, also lässt sich ja bei hohen Temperaturen sehr, sehr gut laufen und wir haben zusätzlich hinten diese kurze Schlaufe drauf, um das Ganze vielleicht in einer Wechselzone beim Triathlon schneller anziehen zu können. Aber da kommt jetzt schon der Punkt, schneller anziehen mit dem Schuh, jetzt speziell für jemanden wie für mich mit einem hohen Riss, nicht unbedingt einfach. Es ist eben aufgrund der Gummierung links und rechts, ist es nicht so einfach in den Schuh hineinzuschlüpfen, wie vielleicht in manch andere Schuhe. Man kann den da oben so weit aufmachen, wie man will. Der limitierende Faktor ist immer die Zunge. Und somit ist das Anziehen von dem Schuh in der Wechselzone nicht unbedingt leicht. Was ist noch ein Punkt bei dem Schuh, warum er für mich im Wettkampf nicht funktioniert? Das ist dieser sehr extreme Rocker-Shape von dem Schuh. Wir haben da doch eine Sohle, die sehr stark nach vorne oben geneigt ist, das grundsätzlich dazu führen soll, dass wenn man den Schuh aufsetzt, dass man noch weiter nach vorne kippt und dadurch einfach mehr diese Carbonplatte ausnutzen kann, um einfach mehr Dynamik noch nach vorne zu generieren. Mir persönlich ist es eine Spur zu viel. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl mit dem Schuh, wenn ich ihn aufsetze, ich kippe zu weit nach vorne. Und durch dieses sehr weit nach vorne kippen habe ich natürlich immer relativ viel Belastung auf der Wadenmuskulatur und dann kommt bei dem Schuh auch noch dazu, wir haben nur 5 mm Sprengung, wir haben 32 mm Sohlendicke hinten und 27 mm Sohlendicke vorne, das heißt bei nur 5 mm Sprengung, man steht relativ flach in dem Schuh drin und hat auch dadurch automatisch ein bisschen mehr Belastung auf die Wadenmuskulatur und das in Kombination mit diesem sehr extremen Rocker, den der Schuh hat, ist für mich einfach diese Spur zu viel und bringt mich eine Spur zu weit nach vorne. Nichtsdestotrotz für mich immer noch ein sehr, sehr guter Schuh für diverse Tempotrainings. Immer wenn es längere Tempoeinheiten ist, bringt der Schuh sehr, sehr viel mit, was man von einem schnellen Schuh braucht. Wie gesagt, knapp 220 Gramm bei Größe US9, die Carbonplatte drin. Der Schuh ist auch nach 200 Kilometern noch wirklich steif. Also da lässt er die Sohle nicht an Spannung nach. Soweit ist der Schuh sicherlich ein sehr guter Schuh, aber wie gesagt, es gibt einfach am Markt mittlerweile so viel, dass man eine sehr gute Auswahl hat. Für mich nicht die erste Wahl, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Wahl. Mit was ich sonst zu im Training laufe, seht ihr da in die Videos und ich würde mich freuen, wenn ihr da meinen Kanal abonniert, damit ihr die Infos kriegt, wenn es das nächste Video von mir gibt. Bis dahin, wir sehen uns.